Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Der frühere Doppelagent Sergei Skripal ist laut Krankenhaus nach dem Giftanschlag in Salisbury auf dem Weg der Besserung. Er spreche gut auf die Behandlung an, sein Zustand verbessere sich schnell und er sei nicht mehr in Lebensgefahr, erklärte die ärztliche Leiterin des Bezirkskrankenhauses in Salisbury, Christine Blanchard, am Freitag. Die britische Regierung machte die russische Führung für das Attentat vom 4. März verantwortlich. Der 66-jährige Skripal und seine Tochter waren damals ohnmächtig auf einer Parkbank entdeckt worden. Die russische Seite weist die Vorwürfe weiterhin zurück.